Das Register Film oder der Filmmodus ist der Modus, in dem Sie vermutlich die meiste Zeit in Pinnacle Studio verbringen werden. Denn hier entsteht der eigentliche Film. Das zentrale Element, die Bibliothek, ist hier in einer kleinen Form nochmals angezeigt. Sie haben sämtliche Funktionen, die Sie auch in der Bibliothek ausführen können. Wenn Sie einen Clip aus der Bibliothek anwählen, dann erhalten Sie auf der rechten Seite eine kurze Vorschau. Fotos werden direkt angezeigt und Videosequenzen können wiedergegeben werden. Dazu wähle ich einfach eine Videosequenz aus, hier in der Bibliothek, und kann diese hier auf der rechten Seite wiedergeben. Sie haben unterschiedliche Möglichkeiten, eine Videosequenz abzuspielen. Zum einen mit diesem Abspielknopf, dann haben Sie die Möglichkeit, diesen vorzuschneiden, also den Anfang und das Ende zu schneiden. Und Sie haben sogar die Möglichkeit, ein Vorschaufenster, also ein sogenanntes Quellefenster, anzeigen zu lassen. Das Quellefenster zeigt Ihnen an, was Sie hier aus der Bibliothek gewählt haben. Und das rechte Fenster, das Timeline-Fenster, ist gekoppelt mit dieser sogenannten Timeline. Videos, die Sie auf der Timeline abspielen, werden dann in diesem Timeline-Fenster wiedergegeben. Wenn Sie auf die Darstellung verzichten möchten und diesen Platz zur Verfügung haben möchten, dann können Sie jeweils in das Quellefenster wechseln oder in das Timeline-Fenster. Im unteren Bereich haben Sie die Timeline und das ist der Bereich, in dem Ihr Film oder Ihre Diashow entsteht. Ich habe hier das Beispielprojekt geladen und Sie sehen hier verschiedene Spuren, auf denen Sie unterschiedliche Medien ablegen können. Jede Spur kann zum Beispiel Videosequenzen, Fotos, Musikstücke und so weiter aufnehmen. Und einzelne Videoclips, zum Beispiel dieser da, können Sie mit Effekten, also sogenannten FX-Effekten, versehen. Sie haben verschiedene Spuren, auf denen Sie etwas ablegen können. Und der Film beginnt immer auf der linken Seite. Und wenn Sie diesen abspielen, sehen Sie, wie sich diese Nadel von links nach rechts bewegt. Ich habe hier einfach das Audio abgeschaltet, damit Sie meine Stimme etwas besser hören können. Über diese unterschiedlichen Symbole können Sie dann später gewisse Befehle ausführen, zum Beispiel um einen Titel zu erstellen, Audiokommentar hinzuzufügen, einen Clip schneiden und so weiter. Wenn Sie jetzt diesen Film abspielen, dann sehen Sie, wie sich diese vertikale Linie von links nach rechts bewegt. Diese Linie können Sie mit der Maus anfassen, um über den Film sogenannt zu scrubben, also zu spulen, um zum Beispiel an den Anfang oder an den Schluss des Filmes zu springen. Im unteren Bereich haben Sie auch die Möglichkeit, hier im Film noch etwas nach hinten oder nach vorne zu verschieben oder auch den Film zu skalieren, also die Timeline zu vergrößern oder zu verkleinern. Der Film selber wird dadurch nicht kürzer oder nicht länger, sondern es handelt sich hier lediglich um die Ansicht, die verändert wird. Sie sehen zum Beispiel, dieser Film dauert jetzt 1 Minute und 28 Sekunden und wenn ich diese Timeline vergrößere, dann bleibt das Ende immer bei dieser Zeit stehen. Eine zusätzliche Funktion ist diese Ansicht, die Sie noch verändern können. Sie können einen sogenannten Navigator einblenden lassen. Das ist einfach wie eine kleine Kopie Ihrer Timeline. Sie sehen diesen schattierten Bereich, den können Sie mit der Maus nach links oder nach rechts verschieben. Das ist jeweils immer die Anzeige, die Sie auch hier in dieser Timeline sehen. Sie können diesen Bereich verkleinern, dann wird der Bereich vergrößert. Oder Sie können den vergrößern, dann wird die Timeline entsprechend verkleinert. Dieser Navigator dient einfach dazu, dass Sie sich besser auf der Timeline orientieren können. Sie können die ganze Ansicht auch noch skalieren. Eine andere Möglichkeit ist, nicht diesen Navigator anzeigen zu lassen, sondern ein kleines Storyboard. Das Storyboard zeigt Ihnen einfach jeweils immer Clips der Reihe nach an, die Sie hier auf der Timeline in der gewählten Spur abgelegt haben. Also es handelt sich jetzt um die Clips in dieser Spur. Wenn Sie zum Beispiel dieses Symbol anwählen, dann wird das Storyboard dieser Spur angezeigt. Sie sehen das an den ausgefüllten drei Punkten. Wenn Sie diese Spur wählen, dann sehen Sie jeweils diese Clips, also diesen Clip, dann den nächsten oder diesen.
In meinem Fall macht es natürlich am meisten Sinn, wenn ich die Hauptspur anwähle mit den jeweiligen Clips. Diese Storyboard-Ansicht dient dazu, einfach eine bessere Übersicht zu erhalten für Ihren Film und das schnelle Hinzufügen von Clips. Sie sehen im unteren Bereich auch Audiospuren, also das sind Musikstücke, die hinzugefügt wurden. Diese können Sie mit Lautstärkeinformationen lauter oder leiser machen, also abmischen, sodass es sinnvoll ist. Hier gibt es sogenannte Audioeffekte, die ebenfalls auf dieser Timeline hinzugefügt wurden. Sie können weitere Spuren hinzufügen oder diese auch vergrößern oder verkleinern, je nachdem, was Sie genau dann später mit diesen Elementen auf der Timeline machen möchten. Die einzelnen Elemente werden jetzt Ihnen in den folgenden Kapiteln Schritt für Schritt genauer erklärt.